Hans-Jürgen Bäumler, bekannt für sein Eiskunstlauftalent und seine abwechslungsreiche Karriere als Künstler, hat ein Leben voller Höhen und Tiefen und Schmerzen geführt. Bäumler wurde am 28. Januar 1942 in Dachau, Deutschland, geboren und zeichnete sich schon in jungen Jahren durch sein geschicktes Schlittschuhkönnen aus. Die goldenen Jahre seiner Karriere waren von unvergesslichen Erfolgen geprägt, als er und seine Partnerin Marika Kilius die internationale Eisbahn dominierten und Deutschland zwischen 1959 und 1964 6 Europameistertitel sowie 2 Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen einbrachten. Doch hinter dieser brillanten Karriere verbergen sich traurige Geschichten und Geheimnisse, die er lange Zeit verborgen gehalten hat. Rückblickend kann Bäumler im Alter von 82 Jahren seine Trauer über das, was er durchgemacht hat, und die Schwierigkeiten im Leben, mit denen er konfrontiert war, nicht verbergen. Obwohl er in seiner sportlichen und später künstlerischen Karriere große Erfolge erzielte, fühlte er sich in seinem Privatleben immer mangelhaft. Seine Frau, eine langjährige Weggefährtin, teilte mit, dass Bäumler immer eine unbeschreibliche Traurigkeit in sich trug. In den letzten Jahren enthüllte sie, dass er viel Leid und schreckliche Geheimnisse über sein Leben ertragen musste. Als diese Geheimnisse enthüllt wurden, überraschten sie viele Menschen und verursachten bei Bäumler eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit sich selbst. Nach seinem Rückzug vom Skaten wandte sich Bäumler der Schauspielerei und dem Gesang zu und wurde zu einer der bekanntesten Figuren der deutschen Unterhaltungsindustrie. Mit dem Ruhm geht jedoch auch Druck einher, Skandale und Gerüchte umgeben ihn, was ihn ständig in einen Stresszustand versetzt. Es gab Zeiten, da schien er alles aufgeben zu wollen, um Frieden für sich und seine Familie zu finden. Obwohl er äußerlich mit einem strahlenden Lächeln erschien, herrschte tief im Inneren Einsamkeit und Unsicherheit, der er sich alleine stellen musste. Zusammen mit seiner Frau meisterte er viele Herausforderungen im Eheleben, doch ihre Beharrlichkeit und Liebe halfen ihm, die schwierigsten Zeiten zu überwinden. Seine Frau erzählte auch, dass er zwar ein starker Mensch sei und immer sein Bestes gebe, Misserfolge in seiner Karriere und seinem Leben jedoch Narben hinterlassen hätten, die niemals heilen würden. Vor allem Ereignisse in seiner Karriere setzten ihn stark unter Druck seitens der Öffentlichkeit und der Medien, sodass er zeitweise in Depressionen und einen Nervenzusammenbruch verfiel. Bäumler kämpft immer darum, sein Image des Erfolgs aufrechtzuerhalten, doch psychische Schäden lassen sich nicht für immer verbergen. Jetzt, da er älter wird, ist sein Gesundheitszustand nicht mehr derselbe wie zuvor und die Sorgen über Alter und Krankheit machen sein Leben noch düsterer. Bäumler tritt immer noch auf einigen Veranstaltungen auf, aber er teilt mit, dass die Zeit mit der Familie und die Freude an den einfachen Dingen des Lebens wichtiger sind als alles andere. Sein Sohn zeigte sich auch besorgt, als er mit ansehen musste, wie sein Vater über die Jahre seelische Leiden ertragen musste, und wünschte sich immer, dass er im Alter wahre Freude und Glück finden könnte. Obwohl er mit vielen Medaillen und Titeln den Höhepunkt seiner Karriere erreichte, hatte Hans-Jürgen Bäumler immer das Gefühl, nie das Leben gehabt zu haben, das er sich gewünscht hatte. Die Jahre, die er mit dem Skaten und dann mit der Kunst verbrachte, zehrten nicht nur an seinen Kräften, sondern auch an seiner persönlichen Freiheit. Er gibt zu, dass das Leben im Rampenlicht nie einfach ist. Es gab Zeiten, in denen er alles aufgeben wollte, aber der Druck der Fans und familiäre Verpflichtungen zwangen ihn, sich noch mehr anzustrengen. Einer der größten Schmerzen seines Lebens war das Gefühl der Einsamkeit und anhaltenden Enttäuschung. Als junger Mann hatte Bäumler nicht viel Zeit, seinem Alter gerecht zu werden. Er musste früh erwachsen werden,
um den Erwartungen seiner Familie und der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Seit seinem 9. Lebensjahr nahm er an Wettkämpfen teil, trainierte unermüdlich und wurde in das Leben eines Profisportlers hineingezogen. Dieses Opfer brachte ihm zwar Erfolg, raubte ihm aber gleichzeitig die ersehnten Jugenderlebnisse. Auch in den folgenden Jahrzehnten stieß Bäumler bei der Hinwendung zur Kunst und zum Gesang auf viele Schwierigkeiten und Misserfolge. Obwohl er berühmt ist und eine treue Fangemeinde hat, versteht nicht jeder sein wahres Leben hinter der Bühne. Es gab Zeiten, in denen er für seine persönlichen Entscheidungen oder für von den Medien fabrizierte Skandale kritisiert wurde. Seine Frau teilte auch mit, dass das Familienleben aufgrund des ständigen Drucks von außen manchmal schwierig sei. Sie war jedoch auch in den schwierigsten Zeiten immer seine Begleiterin und Unterstützerin. Derzeit, im Alter von 82 Jahren, ist der Gesundheitszustand von Hans-Jürgen Bäumler nicht mehr derselbe wie zuvor. Jahrelange Strapazen, sowohl körperlich als auch geistig, hinterließen deutliche Spuren. You work, that's the biggest thing. So, dude, thank you so much for jumping on here and adding a ton of value, because I pulled away, you know, quite a few things from this conversation, and I hope that anybody listening to it has as well. Now, as the only free real estate coach, how does that work? Can you explain that to me? What's that look like? Well, let me add to what you were saying just a minute ago real quick before I get into that. Like, I think everybody is at a stage in their life, no matter where you are, no matter if you're like The Rock or you're somebody nobody's heard of or anywhere in between, dude. If you're at a stage in your life, okay, and there's always another stage. I don't care where you are. There's another stage. There's another step to go to get a little higher, a little better. And so what you have to do is look at your situation. If you're a brand new agent, and you're completely broke, you don't have any money whatsoever, you're on zero, like you can go knock on a door and say, hey, how can I help you? Like you can call up, you can drive, you can like walk and like find a for sale by owner and call them up and say, hey, I want to help you sell your house and I'm not going to charge you a dime. You know, like there's so, like you got to figure out where you are and say, okay, what's my next step to like move closer to my goal? Like, and it's baby steps, you know what I'm saying? So, like, and the top producers, they bust through all these steps. You know, they don't let anything hold them back. They don't let anything scare them. Like, making phone calls. Like, the first stage of making phone calls, you're scared to death, you know? But the next stage is, you made a call and figured out it wasn't going to kill you. You know what I'm saying? Then the next stage is, okay, I'm getting okay with this. What do I say? Okay, then the next stage is, okay, I kind of know what to say. I need to learn how to say it. Keeps going and going and going, and the top producers, they just like ram stack through all the stages, and the lower producers are the people that have to get out of the business. They get stuck in a stage somewhere, you know, and they just can't seem to bust out of that stage because whatever's holding them back. So I just want to throw that in there to kind of end what you were saying there. As far as the free coaching, I got a complete course, and what I do is I share everything the way I built my business. And there's a free course, a full course. There's a 90-day action plan. I do live training twice a month. You reach out to me, you have full access to me. I answer every single DM on Instagram, email, Facebook message, everything. YouTube comment. So all that can be found at zerotodiamond.com, all spelt out. So my first book was Zero to Diamond. My second book was List to Last. The first one was just the basics of what I do. The second one was everything I learned in the crash.